permanent heil middel for alle har problem zu Haus. In dieser Hügen Welt Valer Stress und Mentaler Spannungen sind har problem aufgrund dieser Faktor en Hutzutage hofigerju werden. Aber viel von innen, egal welchen Hartip sie haben irgendwann in ihrem Leben mindesten sein Jimsames har problem gehabt. Obwohl herausfallsimlich hofigai st, kan assign schwierig sach sein. Damit zu leben, besonders wenn es ändert, wie sie aussehen. Es gibt nichts generes als ein dicker Procht, die mit natürlicher Gesundheit glänzt. Die Herr sind von verschiedenen Arten. Es kann elegant lang, gesund gerade, lockig, verworren, kraus oder glänzend und glatt sein. Dennoch wird gesundes Haar in der Hügen Zeit schwieriger. In diesem Artikel wird ich in eich der häufigsten Haarproblem, mit denen wir oft konfrontiert sind, behandeln und Heilmittel für dies Problem finden und auch die besten Wege, ihr Haar gesund und dicker zu machen. Nicht überspringen, diesen ganzen Artikel zu sehen und geben Sie einen vollständigen Halt für alle Ihre Haarprobleme und finden Sie die besten Ergebnisse so früh wie möglich. Schuppen ist ein der häufigsten Haarprobleme, die Sie leiden können, ist ein häufig Kopfhaarerkrankung, die durch Gerstfettigkeit, Pilzinfektion und Bakterien auf der Kopfhaut verursacht wird. Sie bemerken oft in eich allgemein Symptom, wenn Schuppen auftritt, einschließlich Juckres der Kopfhaut oder Bildung von trockenen Hautschuppen. Dieses Problem führt bei einer Person zu Unsicherheiten. Menschmogen sichemen, wenn sie mit ihren Leben ausgehen. Schuppen können durch ein gesund Haarpflegeroutine gesamt werden und das verfahren ist die Anwendung der Joghurt auf die Kopfhaut und warten sie etwa 15 bis 20 Minuten, sie können auch frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, Zwellaffel, auf den Joghurt hinzufügen. Schließlich wasken sie ihr Haar mit Anti-Drang-Shampoo und spielen sie es gründlich aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang zweimal in der Wasch für bessere Ergebnis. Ein anderes häufiges Haarproblem, dem Sie möglicherweise gegenüberstehen, ist Gelbenden. Regelmäßiges Glatten, Fahnen, kann Ihr Haar schädigen, es extrem trocken machen und es gebrochen und unhandlich machen. Übermäßig Hitze und Styling können Spliss verursachen und das Haar schädigen. Es gibt in eich Anti-Ursachen für trockenes Haar. Haar so oft wasken verwenden sie ein Harz-Shampoo. Exposition gegenüber Wind, Sonn und trockener Luft, schlechte Nahrung, übermäßiges Fahnen oder Verwendung eines Glatteisens, Verwendung von Chemikalien, die mit Ammoniak versetzt sind, Farbungen oder Haarfarbungen. Unser Haar braucht Fuchtigkeit. So verwenden sie in eich natürlich selbst gemacht Haarol wie Hinzufügen von Imlepulver, Curryblätter, Zitronensaft mit Kokosol Inseln oder Zusammen auch es funktioniert gut und sinnvoll, Ryzinisol, Sesamol mit Bockshorn Kalisamen Pulver mit dem Kokosol. Bever sie dies Frissen Zutaten in das Kokosol geben, Stellen sie sicher. Das sie das Solar Hitzen und für 3 bis 4 Minuten bei ICIT stellen und das warm machen. So können sie ihr Haar stark und gesund erhalten. Wissen sie, was sie nicht auf ihrem Haar verwenden sollen. Wenn es ihr Ziel ist, ihr Haar schnell wachsen zu lassen, ist es wichtig, auf die Produkte zu achten, die sie verwenden. Viel Produkte enthalten Chemikalien. Die ihr Haar schädigen und es trocken machen können. Verwenden Sie Produkt, die hauptsächlich aus natürlichen Zutaten bestehen. Vermeiden Sie Produkt, die Sulfate in Shampoo enthalten, dies sind Scarfreinigungsmittel, die natürlich Öle aus ihrem Haar entfernen und es austrocknen.
Silicone and conditioner defunden, die kein natürlich Zutat und ist schlecht für unser Haar. Es ist ein künstlicher Glanz aus Plastik. Alkohol, die in Haarspray, Gel und anderen Styling Produkten enthalten sind, trocknen ihr Haar aus. Die Fuchtigkeit im Haar zu halten, sollten Sie in Ich dieser Tipps beachten. Begrenzen Sie das Föhnen und verwenden Sie Seifen. Waschen Sie die Haare nicht jeden Tag, es denn, Sie bekommen Kopfhautprobleme wie Schuppen. Wann immer Sie die Haare waschen, verwenden Sie ein mild Shampoo mit Conditioner, Fuchtigkeit in das Haar zu bringen. Reiben Sie die Kopfhaut mit Ätherischen Ölen ein. Bestimmt Ätherische Öle haben gesagt, dass Sie helfen, neues Haarwachstum zu stimulieren. Gießen Sie 5 bis 10 Tropfen Öl über Ihre Fingerspitzen und massieren Sie das Öl auf der gesamten Kopfhaut. Sie können eins dieser Ätherischen Öle wie Peppermint versuchen, die Durchblutung verbessert. T-Bomal, das die Kopfhaut beruhigt und Schuppen verbessert. Zitronal, das gesundes Haarwachstum fördert. Auch massieren Sie Ihr Kopfhaut mit entsprechenden Haarölen, die in das Stachelbier enthalten, auch bekannte als Amla, Bachschornkali, auch bekannte als Methi. Aloe Vera Gel oder Saft und Such Halswurzel. Ein Öl Conditionierungsbehandlung durch Führen. Dies und Empelten Zweck, das Haarwachstum zu fördern und das Haar stark und weich zu halten. Kokosöl, Olivenöl, Mandelöl und Rizinusöl sind allgedacht, das Haar dick und stark wachsen zu lassen. Ein Conditionierungsbehandlung zu machen. Für Olivenöl. Fuchten Haar und Wurzeln CS in Ihrem Haar und massieren Sie Ihr Kopfhaut sanft für 4 bis 5 Minuten. Befuchten Sie Ihr Haar und massieren Sie 5 Minuten lang ein bis 2 Esslöffel Öl in Ihr Kopfhaut. Führen Sie Ihr Finger durch Ihr Haar, das Öl von den Wurzeln bis zu den Haarspitzen zu Wurzeln. Bedeck den Haar mit einer das Hab und lassen Sie das Öl für ein Stund in Weeken und Shampoo Ihr Haar wie Juwent. Nakini in ein Schussel und Schlage es leicht dot mix in 2 Esslöffeln Joghurt und einen Esslöffel Honig dot apply auf nasses Haar für 20 Minuten dot Schampon den Haar sanft, die Maske zu waschen dot es gibt viel Möglichkeiten, es zu fördern schnell. Gesund und stark zu werden. Ein gesund, ausgewogenen Haar kann auch dazu beitragen, dass Ihr Haar wächst. Wichtigsten, stellen Sie sicher, dass Sie gut auf Ihr Haar aufpassen, Schaden zu verhindern. Essen Sie viel Protein. Das Haar bestet hauptsächlich aus Protein und ist somit der wichtigste Bestandteil einer gesunden Haarung. Untersuchen Sie Ihre Nahrung und stellen Sie sicher, dass Sie jeden Tag viel Protein bekommen. Wenn Ihr Diet Proteinmangel ist, produziert Ihr Körper nicht so viel Haar. Essen Sie Mageres Fleisch, Fisch, und Milchprodukte mit hohem Proteingehalt. Bohnen, Blattgemüse und Tofu sind Quellen für Protein für Vegetarier. Essen beiden. Dies ist ein B-Vitamin, das für das Haarwachstum essentiell. Das Verallem in tierischen Produkten vorkommt, finden Vegetarier und Veganer häufig einen Vitaminmangel. Sicherzustellen, dass Sie viel B-Vitamin erhalten, müssen Sie Nuss, Lachs, Avocados, Fleischprodukt und Weizenkohle haben. Eat Vitamine und Sie dies Vitamin helfen. Haarglanz und Anagessen zu bilden. Wenn Sie nicht genug Vitamin oder C bekommen, kann Ihr Haar schwach und stumpf werden. Stellen Sie sicher, dass Sie wirklich sich Kartoffeln, Karotten, Butternut Kürbis und Kürbis essen, die all reichen Vitamin A. Broccoli, Blattgemüse, Paprika und Zitrusfrucht,
Dihomangan and vitamin C in Thulton in Thulton. When Dien Qua Erper Dehydriert IST, Zieg Test Sichin Dienen Heron. Ihar Kantrocken Werden Unbrach and Thalag Sign. Tragen Sie den ganzen Tag über ein Wasserflask Basich, so dass Sie nie durstig werden müssen. Verwenden Sie ein naturalisch Methode der Haarfarbmittel, die kein Schaden verursacht. Versuchen Sie, Ihr Haar mit Honig aufzuwellen oder mit Henna zu farben. Lernen Sie Ihr naturalisches Aussehen zu lieben. Wenn Sie in der starken Sonne ausgehen, tragen Sie einen Hut, Ihr Haar zu bedecken. Wenn Sie in einem Ort mit hoher Luftverschmutzung leben, bedecken Sie Ihr Haar mit einem Schal oder Hut. Waren Sie oft den Stress in der Stadt sind ein Schwimmkap, Ihr Haar wirklich zu schützen. In Ige naturalisch Haarmasken können Sie hausvorbereitet werden, Heilmittel für Ihr Haarproblem zu finden. Sie sind Tiermasken, Joghurt mit schwarzen Pfeffermasken, Bockschornkeli Paste Masken, Bananenmasken, Avocado Masken. Hibiskusblüten und frischgrün Curryblattermasken. Für ein glattes Haar, können Sie Kaltwasser verwenden, Ihr Haar zu waschen, nicht jeden Tag, sulfatfreies Shampoo verwenden, wie bereits in diesem Artikel erwähnt, Kokosmilch verwenden und regelmäßig Kokosöl, Essig spillen, tragen Sie Aloe Vera Gel, Mayonnaise, Olivenöl, Honig. Desondrene Herung und trinken Sie viel Wasser. Vielen Dank für das Ansehen unseres Videos. Bitte teil und abonniert dieses Video.